ernsthaft nicht. Okay, wir quicksafen nochmal und dann gucken wir einfach mal. Okay, so weit man da nicht noch da ziehen. Was zum... Das Ding doch fast vollkommen in die Luft gejagt. Fernfeld aktiviert. Das braucht jetzt irgendwo Granaten her, oder was? Sehe ich das richtig? Wow, ruhig. Raketenwerfer! Keine Ahnung, warum jetzt hier im Supermarkt ein Raketenwerfer ist. Da draußen sind immer noch Panzer. Ich brauche eine Bresche, damit ich die Geisel wegschaffen kann. Das ist nicht fair gewesen. Warum? Ja, ja, was? 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 Lass mich raten, jetzt bin ich... Hier? Ach, Nose. Ach, Nose. Okay. Ja, jetzt schießt er wieder. Fuck, den hab ich vergessen. Nervig. Was mache ich jetzt? Ich hab keine Ahnung. Wir wissen, da drüben ist ein... Wir wissen, da drüben ist ein Selbstmordkommando, wollte ich sagen. Entschuldigung, ich hab grad... Auf jetzt hier zu hoffen. Schießen nur noch auf das gleiche Gebäude. Das ist bis zum Kotzen. Maximale Panzerung.
Die sollen wieder ohne Dingens sein. Die sollen denken, ich bin tot oder so. Und links hier unten haben wir eine Anzeige. Ich erinnere mich ernsthaft an diese Mission. Diese Mission hat mich damals schon richtig angekotzt. Okay, wir sind fast wieder komplett inkognito. Und wollen es auch bleiben. Warum sollte jetzt jemand wissen, wo ich bin? Tarnfeld aktiviert. Alles ist gut. Wir haben einen Raketenlauncher, das ist die Frage. Einen Raketenlauncher können wir, glaube ich, einen in die Luft jagen. Wir probieren das jetzt gleich mal aus. Doch nicht. Oh shit! Tarnfeld aktiviert. Wieso weiß der immer, wo ich bin? Das ist doch zum Kotzen. Tarnfeld aktiviert. Safe nochmal. Ich will hier nicht drauf gehen. Stimmt denn nicht? Den einen Panzer scheint ich tatsächlich ausgeschaltet zu haben. Nee, diese Mission kotzt mich auch jetzt wieder an. Ich erinnere mich tatsächlich an die Mission. Kotzt mich eindeutig nochmal an. Warum zum Teufel ist der eine Panzer eigentlich noch da, ob oder ich ihn gefehlt habe? Ich brauche irgendwie
Feuerschutz für den Arsch. Ja, ich mache jetzt hier sonst irgendwas. Ich brauche. Ha! Ja, nee, ist klar. Also ein Raketenwerfer. Damit. Aber du kannst die Munition auch nicht einsammeln. Na sicher. Genau. So habe ich's gern. Egal, wir haben jetzt einen Raketenwerfer. Den werden wir auch einsetzen. Wir erinnern uns, hier ist das Ding. Da ist die Schule. Und auf irgendwas schießen die da die ganze Zeit. Das ist total dämlich. Ist aber auch egal. Maximales Tempo. Ja, maximale besser. Da draußen sind immer noch Panzer. Ich brauche eine Presche, damit ich die Geisel wegschaffen kann. Yo. Abverstanden. Wait, falscher Laden. Ne, Moment, richtiger Laden. Hä? Nee. Wo ist denn jetzt der Hühnchenladen? Da, Entschuldigung. Ein Laden zu wenig. Hier haben wir den Chickenladen. Der Chicken hat McDonald's, Kentucky Fried Chicken. Okay. Nehmen wir uns den auch noch. Dann, der eine ist ja schon umgekippt. Das hier, eigentlich müsste der ja, naja, eigentlich, ne? Müsste ja schon kaputt sein. Ich glaube, deswegen schießt er auch noch. Der ist da irgendwo verbuggt, glaube ich. Jetzt können wir auch den. Können wir uns, glaube ich, ein bisschen schneller nähern. Wir speichern hier mal eben. Und dann. Hallo? Was soll das? Der schießt tatsächlich, weil er verbuggt ist. Ich glaube, ich habe ihn ernsthaft verbuggt. Auch dieses Spiel habe ich damit erfolgreich verbuggt. Okay, jetzt hat er sich selbst in die Luft gejagt. Roger. Egal, hat sich selbst gehört. Okay. Maximales Tempo. Ja, das ist natürlich. Gut. Hat sich selbst in die Luft gejagt. Damit mir das natürlich alles egal. Hatten wir. Genau, da ist auch irgendwo ein Jeep. Ich wusste es doch. Spiel gespeichert. Rein da. Wie kann man hier kaum hochfahren mit den Teilen? Hier ist Psycho. Bin mit der Geisel unterwegs zum Exfiltrationspunkt. Verstanden, Psycho. Melden Sie sich, wenn sie in Sicherheit ist. Moment, das ist nicht der Punkt. Warte mal. Ah, jetzt auf einmal ist der. Hä? Energiekritisch. Richtig. Ich erinnere mich, hier war irgendwas. Nomad, ich habe einen vom Forschungsteam lokalisiert. Ich schicke Ihnen meine Koordinaten. Kommen Sie her. Kreuzwege. Okay. Ich würde gerne auf Maximum Strange gehen. Nein. Wenn ich mich recht entsinne, war hier oben irgendwas. Ich bin hier gerade unsicher. Maximales Tempo. Oh no. I remember. Okay. Der hat immer diese scheiß Amerikaner, wa? Immer die bösen Amis mit ihren Waffen. Hi. So, das war eigentlich gar nicht meine Absicht da jetzt. Maximales Tempo. Eigentlich bin ich relativ unbeobachtet durch. Das wird so aber nichts. Ich gehe unten. Wow. Okay, unten ist auch keine bessere Idee. Tarnfeld aktiviert. Ich bin nicht mal Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Okay, alles klar. Wir gehen also oben lang und schalten eine Waffe. Kontakt! Hier wimmelt es von KVA-Truppen.
Dann weiß der Teufel was. Irgendwas tönet auf der ganzen Insel koreanische Soldaten. Wir müssen weiter. Ich rücke flussaufwärts zu einem Höhensystem vor. Treffpunkt Dorf. Ich bin unterwegs. Okay. Tarnfeld aktiviert. Die beiden sind Geschichte. Dum, 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 dum. Ja, es funktioniert eigentlich ganz gut hier gerade. Ich mach das gleich mal. Maximale Panzerung. Der ist weg. Ich glaube, ich habe Medowski gefunden. Was immer Aztec und Chester erledigt hat, hat auch ihn erwischt. Bleiben Sie in Bewegung, Nomad. Da draußen sind immer noch drei Geiseln. Hoffentlich sehen Sie besser aus als er hier. Ja. Dann hoffen wir mal. Vorsicht, Nomad. Da kommt eine KVA-Patrouille auf Sie zu. Wo? Tarnfeld aktiviert. Ich sehe nichts. Hab ich sehen? Kritisch. Maximale Panzerung. Wie gesagt, ich sehe nichts. Tarnfeld aktiviert. Und ich sehe auch immer noch nichts. Maximale Panzerung. Hm. Maximale Stärke. Tarnfeld aktiviert. Na gut. Maximale Panzerung. Da ich hier nichts sehe, gehe ich aber weiter. Maximale Stärke. Nomad, ich habe am anderen Flussufer feindliche Einheiten ausgemacht. Seien Sie vorsichtig. Ja. Keine Sorge. Prophet. Tarnfeld aktiviert. Bin schon vorsichtig. Oh. Da ist tatsächlich jemand. Maximale Panzerung. Na los, lad auf. Tarnfeld aktiviert. Okay, nochmal kurz aufladen. Und dann... Der war schlecht. Ich muss ja nicht alle abknallen, wenn ich nicht einfach hier durchschleichen kann. Ich meine, wir sollten ja in Kognito bleiben, ursprünglich. Da hinten haben wir schon wieder eine Patrouille. Tarnfeld aktiviert. Da hinten sehe ich sie schon. Ja, die muss ich ausschalten. Relativ sicher sogar, aber das ist ja auch nicht das Problem. Obwohl, fünf Leute. Ja. Ich meine, so geht's natürlich auch. Nicht wahr? Ist doch, läuft doch gar nicht schlecht. Maximale Panzerung. Wir machen hier einen kurzen Cut und sehen uns sofort wieder. Moment.